Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch gefällt, gerne Däumchen hochgeben. Wenn ihr hier neu seid, auch Coins Multimillionär werden wollt, Freunde wie ich, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da und joint auch gerne unserem kostenlosen Gratis-Discord. Erster Link der Videobeschreibung, könnt ihr einfach reingehen. Wir haben Gratis-Bereich mittlerweile, joint da sehr, sehr gerne rein. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich zeige euch zwei Low-Budget-Filter am Anfang wieder, was ihr aktuell gut machen könnt. Wir werden heute Abend auch UV-Liste bauen. Heute Abend werde ich nämlich meinen Spieler ausgecashed haben. Ich denke, dass ich nach Champions League erst live kommen werde, dann 2-3 Stunden on sein werde. Ja, ich gucke gemütlich Champions League, danach werde ich wahrscheinlich online kommen. Wir gehen mal drauf ein. Die Non-Wear-Karten sind aktuell wieder schon sympathisch, teuer, ne? 700. Ja, wir gucken mal. 57 sogar. Also ihr seht, ja, 57. Wir gehen mal auf die Top-Ligen. So Martinez willst du natürlich nicht kaufen. Wir gehen mal auf die Bundesliga. Und da sehen wir schon, 57 ist eigentlich jeder weg. So, gehen wir mal auf 58. Was würde ich euch da empfehlen? Ihr könnt natürlich auf jede seltene Karte, also das sind zwei Filter, die ihr hier machen könnt. Ihr könnt einmal auf jede Karte, die ihr seht, Gold, Non-Rares, 600 auf jede Karte bieten. Einfach Top-Liga. Und dann 600 bieten, 850 rein. Oder ihr bietet auf die seltenen. Da kriegt ihr wirklich fast jeden. Die könnt ihr für 850 verkaufen. Und bietet ihr einfach 650 auf jeden. 650 auf jede Karte. Und dann stellt ihr die einfach für 850 rein. Ja, und so geht die Methode, was sehr, sehr nice ist und sehr, sehr einfach. Dann gehen wir natürlich noch drauf ein. Was werden wir heute Abend noch machen? Wir werden heute Abend Ladung Packs öffnen und wir werden von diesen Packs öffnen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Gestern im Stream wurde ich darauf aufmerksam gemacht von euch, dass man in diesem Pack Renato Sanchez, Kimpembe ziehen kann, Ansu Fati. Man kann also hier in diesem Pack echt krasse Sachen ziehen. Deswegen werde ich davon heute Abend ein paar machen. Und das kostet nur 2800 Münzen, so ein Pack. Da werde ich 50 bis 100 wahrscheinlich heute Abend machen. Außer ich merke nach 50... Ja, die gönnen nix. Da werde ich das natürlich nicht machen, Freunde. Zudem haben wir das komplette Team der Woche geleakt. Wir gehen kurz auf Football rüber. Ich zeige euch das komplette Team der Woche, was geleakt ist. Ja, Freunde, und da haben wir hier das komplette Team of the Week geleakt. Ich würde sagen, ab hier ist es interessant. Ab Günther, Olmo, Datschuma. Und wir sehen, wir haben sehr viele 84er Informs diese Woche, wo man investieren könnte. Muniain auf jeden Fall auch interessant. Wir haben einen Lafont, der es auf jeden Fall verdient hat, reinzukommen. Ito am Start, Aubameyang, Sancho, Kane und Lewandowski. Man muss sagen, es gibt hier wieder reichlich Karten, wo du wahrscheinlich rein investieren kannst. Man muss natürlich schauen, wie die Preise sich entwickeln. Man muss sagen, Günther finde ich sehr, sehr interessant. Olmo finde ich sehr, sehr interessant. Generell die ganzen 84er. Sancho finde ich interessant. Muss man natürlich gucken, wie viel Preis der hat am Ende. Kane und Lewandowski, ne, könnten auf jeden Fall auch interessant sein. Jetzt gehen wir ganz kurz drauf ein, Freunde. Was für Spieler ihr euch aktuell auf die UV-Liste einpacken könnt. Hier die 83er, die für die Geringverdiener, sage ich immer, können sich jeden 83er bis 1k einkaufen und 300, 400 Münzen teurer draufpacken. Also das könnt ihr immer mit den 83er machen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wollt ihr mal wieder eine UV-Liste? Mit welchem Budget? Schreibt da gerne euer Budget in die Kommentare, dass ich Bescheid weiß. Soll ich mal wieder eine 200, 300k UV-Liste raushauen? Soll ich... 1 Millionen UV-Liste raushauen. Was wollt ihr sehen? Schreibt das gerne rein. Weil aktuell haue ich ja meistens so 3, 4 Millionen UV-Liste raus. Man muss sagen, hier würde ich euch auch den Torres, wenn ihr den wirklich für 800 bekommt, mitzunehmen für die UV-Liste. 1,3, wenn ihr Geringverdiener seid. Zaha könnt ihr mitnehmen, auch für 1,3, 1,4 anbieten. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Und was würde ich euch hier empfehlen? Wir sehen hier Special-Karten wie Botman. Könnt ihr auch mitnehmen. 2k UV draufstellen. Dempsey 2k UV mitnehmen, Arnautovic, Bowen, Wilson, Al-Jabba, alle mitnehmen und 2, 3k UV draufstellen. Das sind auch Karten, die werden wir heute Abend auch kaufen. Also so würde ich euch das empfehlen. So könnt ihr eigentlich diese Karten immer mitnehmen. Wenn ihr hier diese Karten seht, Special-Karten seht und die sind die billigsten, dann nehmt die mit, dann macht ihr gar nichts verkehrt. Ja, Freunde, und wenn mich jetzt jemand fragt, okay, warum zeigst du heute deine UV-Liste nicht? Ja, der ein oder andere... hat natürlich mitbekommen, dass ich die Sterlings am Auscashen bin.
Ich habe nur noch eine 100er UV-Liste mit Sterling. Kann man ja gar nicht UV-Liste nennen. Ne? Ich habe nur noch Sterlings hier auf der Liste. Die werde ich bis heute Abend alle verkauft haben. Da bin ich mir relativ sicher. Ich verkaufe reichlich. Gerade gehen wieder sehr, sehr gut welche weg. Ich habe noch um die 100. Das heißt, ich habe wahrscheinlich noch so 8 Millionen Coins oben drüber. Werden wir so ungefähr bei 35 Millionen sein, wenn ich alle verkauft habe. Schmeckt auf jeden Fall, vielleicht sogar 36 Millionen. Da hat der Sterling auf jeden Fall die ein oder andere Münze in die Platin-Boss-Kasse gespült. Zudem werden wir heute Abend, wir werden heute Abend so reichlich Packs öffnen, Freunde. Kommt da wie gesagt gerne vorbei. Das hier muss ich auch noch erspielen, das 100k-Pack. Ich habe hier dreimal nur bis jetzt gespielt. Nehmt das auf jeden Fall mit. Also 8 Packs für 21 Siege ist wirklich so geschenkt. Also das kann ich jedem nur empfehlen, Freunde. Zudem haben wir eine neue Promo geleakt bekommen. Silver Stars soll kommen. Also da sollen Spieler, wie jetzt zum Beispiel, die gut sind, De Bruyne zum Beispiel ist jetzt schon geleakt. Könnte Sterling theoretisch sogar steigen, aber egal, ich will ihn jetzt loshaben. De Bruyne kriegt eine Silberkarte. So muss man sich natürlich denken, okay, was passiert mit dieser Karte? Der wird wahrscheinlich nicht zu ziehen sein, oder das wird ein SBC sein. Das wird dann natürlich eine 74er De Bruyne-Karte sein. Die wird dann, ich schätze mal, schneller sein, aber dafür weniger Schuss, weniger passend. Tripling dafür natürlich haben. Muss man natürlich schauen. Die Idee ist nicht schlecht, muss man. Also die Idee ist auf jeden Fall schlau, das zu bringen. Man muss natürlich schauen, wie das ist. Zudem haben wir die Icon Moments endlich am Freitag. Da muss man natürlich auch schauen, was kosten die. Vielleicht bringen die auch ein paar SBCs direkt, würde ich feiern. So, keine Ahnung, bring mir ein Maldini Optimus oder so, ich mache den direkt. Also die sollen mir einfach gute Moments direkt als SBC bringen, dass man sich die direkt mitnehmen kann. Ihr wisst, ich nehme eigentlich jede krasse Moments-Karte jedes Jahr mit. Wir haben jedes Jahr die besten Karten am Start, können uns auch jede Karte leisten, das ist eh nicht das Problem. Aber als SBC zu machen ist nochmal cooler, die Karte untauschbar zu haben. Ja, so da, oder Moments Packs, Moments Picks würde ich auch fühlen, wenn das mal bald kommen würde. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen für, Freunde. Schreibt gerne in die Kommentare, Freunde, wie viel Coins ihr habt, dass ich weiß, wie viel das Trading-Video, besser gesagt die UV-Liste, morgen kosten soll. Ich werde wahrscheinlich die UV-Liste dann auf dem Sword-Account machen. Oder ich werde wieder so eine kleine Liste vorbereiten, wo ich jeden Spieler auf die Beobachtungsliste setze. So kann ich das ja auch machen. Dann muss ich die Spieler theoretisch hier auf dem Hauptaccount nicht kaufen. Geh kurz durch, sag, ja, den Spieler, wir gehen jetzt davon aus, das sind 10 verschiedene, den Spieler stellt ihr für 1-1 rein. Den Spieler stellt ihr für 1-4 rein. So könnte ich das dann wieder machen. Wenn erst habt ihr ja sehr, sehr gefeiert. Ich denke, das werde ich auch morgen machen. Aber schreibt da auf jeden Fall euer Budget in die Kommentare, Freunde. Ich bin mal gespannt. Das Event hört sich auf jeden Fall cool an. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das in die Packs kommt oder ob das nur als SBC kommt. Wäre beides cool. Könnt gerne mal eure Meinung zu dem Event in die Kommentare schreiben, Freunde. Oder falls ihr Infos habt. Ist das ein SBC-Event? Ist das ein Pack-Event? Weil theoretisch sollte man aus einem 100k-Pack keinen 74er De Bruyne ziehen können. Und dann müsstest du ja irgendwelche Silber-Gold-Packs geben, dass du so eine Karte ziehen könntest. Wird ja auch keinen Sinn machen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen muss das eigentlich als SBC sein. Das wäre am logischsten. Oder halt zum vielleicht sogar ein paar Karten zum Erspielen. Ein paar als SBC. So könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, Freunde. Ja, das wäre es auch mit dem heutigen Video gewesen, Freunde. Kommt heute Abend sehr, sehr gerne im Stream vorbei. Wir werden 3, 4, 5 Millionen UV-Liste bauen. Könnt ihr gerne mitbauen. Nach Champions League, wie gesagt, werde ich on sein. Wenn es euch gefallen hat mit dem Stream, Freunde, lasst dem Onkel sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr hier neu wart, Freunde. Und dann bin ich für heute raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.